Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Horschi. Es geht wieder weiter hier im Offroad Park Peckwitz. Peckwitz B 6.0, ich wollte gerade sagen 2.0, ich bin der Held. So, hier düsen wir natürlich auch noch einmal wieder hoch. Locker flockig. Das ist ein echt entspanntes Stück eigentlich. So. Hier natürlich auch ein bisschen entspannt runter. Wir haben Zeit, ne? So. Ihr kennt das ja. Däumchen da lassen, ne? Abonnieren, kommentieren. Und dann wollen wir doch ein bisschen Spaß haben. So. Ich habe natürlich vorher nicht zugemacht. Halten wir einmal ganz kurz an. Zumindest einmal durchstecken, ne? So. Gefühlt fahre ich hier genau zur richtigen Zeit. Es ist hier alles leer. Man kann hier gefühlt überall lang fahren. Der Wahnsinn. Kaum einer hier. Wuhu! Auch wenn das immer affig aussieht. Ich bin echt neugierig, wie das nachher bei Videoverarbeitung ist. Mit der Kamera hier vorne dran. Ich finde es sonst ganz cool. Ihr habt ein halbes Gesicht wenigstens dazu. Ah. Ne? Ihr seht den Dicken mal arbeiten, wie man so schön sagt. Aber noch ist das hier entspannt. Ein bisschen eiern wir hier rum. Siehst du, ich soll so einige Löcher jetzt meiden. Wurden wohl schon kaputt gefahren. Ich werde mir mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Weil ich mal so ein bisschen grob was schätzen kann. Vielleicht habe ich Glück. Und dann schauen wir mal. So, aber jetzt habe ich ja ein bisschen Ruhe und Zeit. Dann kann ich das ja mal so ein bisschen was nebenbei erzählen. Auch bei uns ist natürlich schon wieder eine Menge passiert. ja, mag ich eigentlich gar nicht erzählen. Oh, das sieht aber im ersten Moment gar nicht mal so schlecht aus. Aber nicht alleine. Wir haben natürlich auch schon ein bisschen was gehabt hier an Unfällen und so. Na, schade, fährt nicht durch. Unfällen ist gut. Ein Unfall hat Katja leider gehabt. Die ist mit ihrem relativ neuen, kennt ihr ja. Der mit der Tausender gestürzt, hat sich überschlagen, hat sich ein bisschen was getan, nichts Schlimmes, absolut nichts Schlimmes, hat richtig Glück gehabt, wirklich eine Rippe gebrochen und ein paar Schürf und Prellungen und das war's im Grunde, ne? Aber ich gehe momentan davon aus, dass das Quad halt einen Totalschaden hat, dadurch, dass das entsprechend aussieht. Muss ich mal zugeben, müssen wir gucken, was bei Raum kommt, was Sache ist. Dementsprechend ist sie jetzt hier heute nur als Gast so da, fährt selber nicht, weil sie körperlich natürlich auch nicht ganz so fit ist. Ja, sie sagt zwar, ja, geht, aber diesen Sturz soll man erstmal überwinden, ist meine Meinung. Und ja, wenn, dann möchte ich gerne dabei sein, damit man einfach mal so ein bisschen Sicherheit hat. Und weiß, das geht auch so weit. Schauen wir mal. Oh, Leute. Ja, das ist auf jeden Fall das, was hier ist. Was es jetzt dann wird, ob es wieder eine Seaforce wird, weiß ich nicht. Wir lassen uns echt überraschen. Ich kann es kaum erwarten, für was sie sich entscheidet. Aber da bin ich ganz ehrlich, da werden wir dann erstmal für uns dann bisschen sehen, dass Katja sicher und gut für sich klarkommt und dann können wir weiter gucken. Ja. Also nicht, dass ihr euch wundert, werden wir, so wie Katja wieder ein Quad hat, natürlich wieder zusammen entsprechend Videos machen, aber jetzt erstmal ist sie halt ein bisschen mit raus, nur dass ihr da dann auch Bescheid wisst. Und ja. Wird bei normalen Touren wahrscheinlich dann nachher erstmal wieder mit bei sein und dann
geht es irgendwann wieder in den Offroad-Park oder auch ein bisschen extremer mit ihr. Aber ich möchte persönlich da einfach wissen, dass sie das einigermaßen weggesteckt hat und damit wieder klarkommt. Dementsprechend werden wir uns da natürlich ein bisschen zurückhalten. Ich hoffe, das versteht ihr. Ich werde natürlich versuchen, jetzt weiterhin relativ viel Content zu bringen, weil ich bin froh, dass wir endlich wieder können und so. Und dann soll das auch wieder ordentlich. Ah, ich sehe gerade, oh, ich habe die verlorenen Kinder gefunden. Jawohl. Ne? Unsere Else ist da, alias Gerhard, Gerald, Entschuldigung. Ja, und die anderen geistern hier auch irgendwo rum. Die Mudflicks, die machen sich auch schon wieder bereit, dass sie hier alles in Grund und Boden stampfen können. Nein, alles okay, ist auch richtig so, ist auch gut. Wir schauen mal, ich bin da echt gespannt. Ja, gehen wir mal gucken, was da Sache ist. Ne? Oh, Princess JJ auch wieder da. Das ist doch schön. Eine der vielen, die ich studiert habe, wo ich angefangen habe mit dem Quadfahren. Man war immer neugierig, was passiert da, was ist Sache. Finde ich geil, was ihr macht eigentlich. Ist zwar momentan recht wenig, aber ich finde es echt gut. Ja, wir gehen erstmal rüber gucken. So. Ring, ring. Boah, das scheint ja zu gehen einigermaßen. Ich glaube, da mischen wir mit. Ich habe Lust dazu. Einmal rein da. Wollen ja nicht nur die, die einen Spaß haben, sondern ich auch. Ah, schön. Das kann ich auch. So. Gehen wir einmal wieder auf den normalen Modus zurück. Und dann wollen wir nehmen mal zeigen, dass das Ganze auch ohne Allrad geht. Leute, geht auch. Geht auch so. Wuhu! So, einmal wollen wir noch. Aber noch ist die Dame warm. So, auch wir können. Gemein ist, sagt man ja, man sieht aus wie so eine kleine Entenfamilie, ne, die hintereinander her dampelt. Ja. Jetzt wieder das Schlusslicht. Jawohl. Alle weg. Oh.
So. So, jetzt geht's wieder weiter, meine Freunde. Ding. Warten lieber, Moment. Das ist ja immer nicht ganz ohne. Ganz entspannt nasse Füße bekommen. Das ist doch was Schönes. Vince mockt den Blinker aus. Schlimm ist das hier. Ring, ring. Ah, endlich hat er den Schalter gefunden. Ich würde jetzt ja gerne vorbeifahren, aber es könnte schwieriger werden. Ding, 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 ding. Mike ist wieder in seinem Element. Wir schieben alle Quatsch raus. Alter, ist das eine Brühe. Richtiges Loch. Warten wir einen Moment. Jeder ist nicht jeder so hochbeinig unterwegs wie wir. Oh Mann. Ich hoffe, ihr seht das da hinten. So, Vince. Pack den Tee weg, es geht halt wieder los. Das ist schon Wahnsinn, was die Dinger alles mitmachen. Da, Engländer, alles so gut Wetterfahrer. Immer um den Matsch rum. Ganz entspannt durch. Nein, da fahren wir nicht lang. Wir sind ja nicht lebensmüde. Brumm, brumm, brumm. Oh, die stehen hier alle, aber noch traut sich keiner so richtig durch, wa? Ah, obwohl, der war, glaube ich, gestern schon drin. Er sieht so vorbereitend aus.